Sein Medium ist die Farbe. Abstrakt stellt Nikolaus Hipp all das dar, was ihn bewegt. Als Künstler trägt er seinen bürgerlichen Namen. Der prägnante Klaus bleibt dem Wirtschaftsleben vorbehalten. Schon als Kind hat er begeistert gezeichnet und gemalt. Bei mir war es so, dass ich von klein auf Freude dran hatte, aber nach dem Abitur eben dann Jura studiert habe und mein Vater hat mir genehmigt, Malereiausbildung nebenher zu machen. Das war ja eine Doppelbelastung, das stelle ich mir nicht so einfach vor. Ich war nicht zu sehr engagiert an der Universität, ich war auch ein schlechter Jurist und habe dadurch eben viele andere Sachen noch machen können. Aus dem schlechten Juristen ist einer der erfolgreichsten und nachhaltigsten Unternehmer Deutschlands geworden. Doch nicht nur das. Nikolaus Hipp unterrichtet auch im Fach Kunst. In Georgien begleitet er seit 2001 eine Professur für nicht gegenständliche Malerei. Wenn ich dort bin, dann mache ich Blockunterricht, aber ich nehme die Studenten auch hierher. Wir machen jedes Jahr eine Bühnenbildarbeit für die Opernfestspiele in Immling. Und wir haben Puppentheater, was hier auf Tournee geht. Das ist immer ein reger Austausch. Und wenn ich dort bin, kann ich ja den Studenten eine Arbeit stellen. Und per E-Mail können wir die Zwischenkorrekturen machen. Zum ersten Mal überhaupt zeigt Nikolaus Hipp seine Bilder in Pfaffenhofen. Hier in seiner Heimatstadt kennt man ihn vor allem als umweltbewussten Unternehmer. Der Künstler in ihm ist hier noch nicht an die Öffentlichkeit getreten. Das hat auch einen ziemlich praktischen Grund. Man muss die Ausstellung sehen und vor allem auch diese monumentalen, fantastischen Arbeiten. Dann ist es ganz klar, es ist nicht so leicht, diese Arbeiten auszustellen. Und wir mussten halt erstmal die nötige Infrastruktur schaffen. Wie sieht die aus? Die Kulturhalle in Pfaffenhofen. Das Talent zum Malen liege bei ihm in der Familie, meint Nikolaus Hipp. Unter seinen Schweizer Vorfahren waren auch akademische Künstler. Er selbst spielt noch Oboe in einem Symphonieorchester. Wenn ich nur Kunst machen würde, dann wäre es nicht so gut für mich. Für mich ist richtig, dass ich die Kunst mache in einem begrenzten Zeitraum, aber mit einer Fülle von Ideen. Wenn ich unbegrenzt Zeit hätte und unter Umständen zu wenig Ideen, dann wäre die Gefahr, mich zu wiederholen oder das zu machen, was der Markt will. Wie stellt sich ein so hochtalentierter Mensch das Paradies vor? Erlebt er es etwa schon auf Erden? Ja, auf der Erde gibt es doch vieles, was uns Sorgen macht, was uns bewegt. Das gehört auch zum Leben dazu. Und wie es dann später mal sein wird, es wird sicher sehr, sehr gut werden. Aber konkrete Vorstellungen habe ich auch nicht. Immerhin ist diese Ausstellung die erste von vielen Veranstaltungen im Rahmen der sogenannten Paradiesspiele. Damit feiert Pfaffenhofen einen anderen berühmten Sohn der Stadt, der den Brandner Kasper auf die Bühne gebracht hat, Josef Maria Lutz. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.